Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und Schüchner für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg hier in der neuen Zone aus Patch 10.2. Das ist Marek Grüner Traum. Und da wollen wir uns ein paar Schätze holen. Und zwar für das Achievement Schätze des Marek Grünen Traums. Und da haben wir insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, also 10 Erfolge. Beziehungsweise 10 Schätze, die wir für den Erfolg holen müssen. Und dann gibt es auch eine Spielzeugbelohnung. Ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten an. Wir sind hier oben auf den Koordinaten 36, 30 im Smaragdgrünen Traum. Und dort haben wir den ersten Schatz. Pinien Maus Lager schimpft sich der. Und dafür müssen wir hier in so einen, ja, nicht in den Gipfel, sondern das ist so ein Krater oben an dem Berg. Und da haben wir dann so einen Erdhaufen. Den können wir anklicken. Und dort gibt es ein Spielzeug raus und das ist dann einmal quasi der erste Schatz, den wir aufgesammelt haben. Dann kommen wir zum zweiten Schatz und zwar sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 47, 34 und dort haben wir den versteckten Mondkin, das versteckte Mondkinlager und das können wir einmal öffnen. Das müsste nämlich auch extra Ruf bringen. Schauen wir mal. Ja, bringt nur extra Ruf. Und dort haben wir dann ein Toy drin, Eulenpfosten. Und damit sind wir jetzt bei 2 Stück von den Schätzen. Der nächste Schatz befindet sich dann hier oben bei den Koordinaten 64, 19. Und hier müssen wir uns jetzt erst einen Buff holen. Der ist hier hinten auf einer Insel. Und da gehen wir quasi einmal hier hinter und haben hier auf der Wurzel einen Buff. Den klicken wir an und haben dann so eine Eule dabei. Und sobald wir die Eule dabei haben, können wir quasi hinten reinfliegen und dann die Statue einmal anklicken, haben einen Dialog und jetzt erscheint uns hier einmal ein Schatz und den Schatz, den können wir aufmachen und kriegen dann halt dementsprechend einen kosmetischen Stab. Den können wir mal lernen, aber noch ein Themok mehr. Gut, also wie gesagt, hier auf den Koordinaten 64, 19 und hier hinten gleich ein paar Meter weiter sind die Wurzeln. Da müsst ihr halt dieses, diese Tafel mit Aviana anklicken. Den nächsten Schatz haben wir dann hier bei den Koordinaten 61, 60. Und hier müssen wir jetzt lachender Schoßling jagen, bis er zu dem Schatz läuft und den öffnet. Ne? Und ich bin jetzt auf den Koordinaten 64, 61 und da müsste dieser Typ sein. Ne? Das ist der hier. Ihr seht, hier sind wir auf dieser Ebene. Hier unten ist das Wasser und da haben wir den Kollegen. Und den müssen wir jetzt jagen. Also den kann man nicht wirklich angreifen, aber man kann quasi in ihn reinlaufen und... Ob ich ihn irgendwo... Ob ich den da hinführen muss, wie das aussieht? Okay, nee, der läuft seine Strecke, ne? Man muss einfach nur in ihn reinkommen. Ah ja, okay. Also den direkten Weg läuft er nicht. Keine Ahnung, ob das irgendeine Auswirkung hat, dass ich an ihm dranbleibe. Also anscheinend schon. Also da hinten seht ihr, da haben wir den Schatz, da habe ich auch meine anderen Chars geparkt. Kleine Randinformation, was ihr machen könnt. Ihr könnt den War-Mode anmachen. Dann könnt ihr hier noch die Lebensfunken-Quest nebenbei mitnehmen. Ne? Durch diese ganzen Kisten gibt es nämlich auch noch Funken und das mache ich gerade parallel. Kann aber halt sein, dass euch dann andere Leute eingreifen, ne? Müsst ihr euch immer überlegen, ob es euch das wert ist. Gibt halt hier auch nochmal 1000 extra Ruf, wenn ihr die mitnehmt. Die gibt es in Waldracken beim PvP-Händler. Also vielleicht so eine kleine Idee, die man da noch zusätzlich machen kann, weil man muss hier ja doch einige Kisten öffnen. So, und jetzt müsst ihr hier die Dinge aufmachen. Jetzt gucken wir mal. Ah, da haben wir die Kiste. Und ja. Mehr ist es tatsächlich nicht. Also jetzt sind wir hier auf den Koordinaten 61, 59. Gut, dann gucken wir das nächste. Dann sind wir am nächsten Spot, wo ich jetzt erstmal selber ein bisschen suchen musste. Und zwar sind wir jetzt hier unten auf den Koordinaten 63, 71. Hier geht es in eine Höhle rein. Und hier wollen wir die Reliquie von Aschmen holen. Und jetzt gehen wir als erstes hier in die Höhle rein. Und wichtig ist, wir müssen, wenn wir hier reinlaufen, erstmal nach rechts laufen und zwar unten eine von diesen Statuen, sondern von diesen Tafeln anklicken, um wieder so einen Geist bei uns zu haben. Und zwar hier laufen wir nach rechts und dann haben wir da hinten so eine
Tafel liegen und die können wir anklicken, um quasi so einen Geist mitzunehmen. Jetzt schauen wir mal. Genau, hier liegt die. In der Höhle sind übrigens ein Haufen andere auch noch. Also, die können wir natürlich auch anklicken. So, jetzt haben wir hier diesen Panther dabei. Und so wie das aussieht, bleibt der Buff etwa eine Minute drauf. Also schicken wir uns jetzt mal. Ich muss jetzt mit meinen ganzen Chars klicken. Ich mache das gleich mit 4 Stück. Die anderen Sachen am besten nicht anklicken. Ich weiß jetzt nicht, ob sich die überschreiben. Jetzt müssen wir nämlich hier den mittleren Gang lang gehen und dann ganz weit nach hinten. Hier ist das Ding. Ich hoffe, das geht jetzt zeitlich aus, aber es müsste eigentlich. Was haben wir? 36 Sekunden haben wir noch. Ja, müsste klappen. Also ich habe da hinten gesehen, war noch Aviana gelegen. Dann war da auch noch Ursol gelegen. Also die braucht ihr alle nicht. Ne? Also hier hinten, da haben wir zum Beispiel Goldrin sogar auch noch liegen. Das ist der Wolf. Ich bin mir nicht sicher, ob man die für irgendwas anderes dann hier noch braucht. Das kann nämlich gut sein, tatsächlich. So, und jetzt haben wir nämlich hier die Statue, ne? Also ganz hinten drin. Ich habe jetzt noch 10 Sekunden. Oh, mit den anderen habe ich nur noch 5 Sekunden. Jetzt muss ich mit dem anderen das schnell als erstes noch klicken. So, also klicken wir das hier. Und dann haben wir hier eine Kiste, die können wir aufmachen. Und dort haben wir dann nochmal den Stab drin. Hier wieder ein Cosmetic. Den lernen wir und dann, ja, können wir eigentlich weiter. Ich zeige euch noch, wo wir jetzt hier sind. Also in der Höhle auf den Koordinaten 62, 36. Und das andere Ding war quasi der eine Gang hier unten durch, hier ganz hinten drin. Gut. Der nächste Spot ist ein bisschen weiter oben in so einem Baum drin. Und zwar sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 55, 57. Und dort haben wir einfach eine Kiste, die können wir ganz normal anklicken. Oder keine Ahnung, was das sein soll. Seltsame Knolle. Die klicken wir an. Und da gibt es auch wieder ein bisschen Ruf raus. 200, beziehungsweise wenn man noch ein paar Buffs hat, sind es ein bisschen mehr, bis 220 rausbekommen. Und jetzt zeige ich euch mal, wo das genau ist. Also, jetzt fliegen wir mal ein bisschen raus hier. Seht, da haben wir quasi oben so einen relativ großen Baum, der wächst von ganz unten nach oben. Und da oben in diesem Blattwerk, da ist es drin. Ja. Genau, also ich zeige es auch nochmal kurz auf der Map, dass ihr es seht. Also hier, ne, auf dieser Insel zwischen den zwei Wasserfällen auf den Koordinaten 55, 57. Beim nächsten Spot müssen wir wieder so eine Tafel anklicken. Und zwar bin ich jetzt hier unten bei den Koordinaten 48, 52. Und dort haben wir einmal das Mal von Ursol. Das ist der quasi der Bären-Buff. Also dann kriegen wir so einen Bären. Also ihr seht, hier haben wir so eine Lichtung, ne? Und da oben bei den Steinen liegt es. Und quer drüber auf der anderen Seite haben wir quasi die Bärenstatue. Die klicken wir an. Und dann haben wir wieder einen Schatz. Den können wir aufmachen. Und was gibt es daraus? Einen Kopf. Kosmetisch, den können wir auch lernen. Genau. Also das, der Schatz ist dann bei 47, 53. Der nächste Spot ist einmal hier auf den Koordinaten 38, 65. Kristalline Leuchtblüte, so rum. Und die haben wir in einem Baum hängen. Da müssen wir eigentlich nichts anderes machen, als hinfliegen und looten. Ihr könnt es ja, wenn ihr ein bisschen erkundet und gequestet habt, wieder mit einem normalen Mount fliegen. Ich als Druid kann einfach hin und die so öffnen. Ihr müsst vielleicht da im Optimalfall irgendwo oben landen. Ne? Aber mehr ist es tatsächlich nicht. Und dann sind es nur noch 2 Schätze, die fehlen. So, beim nächsten müssen wir anscheinend einer kleinen Eule folgen. Und zwar heißt die Kleinschnapper. Die Eule befindet sich hier auf den Koordinaten 39, 51. Und die fliegt anscheinend hier in den kleinen Weg bis hier hinter. Und dann kriegen wir den Schatz Kleinschnapper. Und ja, die können wir jetzt hier oben quasi einfach mal anklicken. Und dann flattert die los. Ich habe mir mal überlegt, ich mache das jetzt mal quasi mit einem normalen Mount. Die ist nämlich nicht sonderlich schnell, wie ihr seht. Also das scheint hier auf jeden Fall easy zu gehen. Ich glaube, im Drachenreiten-Mount wäre es eher nervig. Weil die halt mega slow ist. Und ich vermute mal, die wird jetzt da hinten sich nochmal irgendwo hinsetzen. Und dann muss man sie ja wahrscheinlich nochmal anklicken. Vermute ich jetzt mal. Also wir waren vorher hier, ne? In diesem Kringel drin. So, da oben ist sie. Jetzt landen wir hier mal schnell. Klicken die nochmal an. Halt. Und dann legen wir mit der Eule weiter los. Passt ganz gut. Eine Eule verfolgt eine Eule. Ich habe meinen Hunter noch dabei, ne? Ich muss es dann nachher nochmal mit den anderen Chars abfliegen.
Scheint hier ein bisschen eine langwierige Sache zu sein. Aber es ist ja auch der vorletzte Schatz, ne? Jetzt haben wir es dann fast geschafft. Leider ist das keiner, der Ruf bringt. Ich bin aktuell ja auch noch ein bisschen dabei, Ruf zu farmen. Und der ein oder andere Schatz war ja ganz praktisch, dass der noch ein paar Rufpunkte gebracht hat. So, jetzt gucken wir mal. Da setzt sie sich wieder aufs Bäumchen. Okay, ah. Ah, da ist sie gerade verschwunden und nochmal aufgetaucht. Gut, dann folgen wir ihr nochmal. Ups, mein Hunter ist gerade dezent abgestürzt. Jetzt hab ich sie. Ah, da ist sie. Bisschen aus den Augen eben verloren. Ich glaube, wir skippen jetzt mal nach vorne. Ich glaube, das ist jetzt nur ein längerer Weg. So, jetzt nach einer ganzen Weile sind wir an dem Endpunkt hier angekommen, ne? Hier hinten auf den Koordinaten 34, 56. Und da sitzt sie jetzt auch wieder in so einem Kringel drin und hat dann dementsprechend für uns eine Kiste. Und dort kriegen wir halt jetzt wieder so einen Traum, eine Traumsaat raus. Dann haben wir nur noch ein Ding. Dann sind wir beim letzten Schatz, beziehungsweise erstmal bei einer Tafel. Zwar mal von Gold drin, das werden wir nämlich gleich brauchen. Wir sind jetzt hier einmal auf den Koordinaten 30, 80, ne? Und da müssen wir jetzt einmal das Mal von Gold drin aufsammeln und dann fliegen wir rüber nach 32, 83 und da können wir uns einlösen. Also wir sind jetzt hier in so einem kleinen Tal, wie ihr seht. Und da klicken wir das Ding jetzt einmal an. Und jetzt haben wir wieder für eine Minute den Buff drauf. Dann fliegen wir einmal ein bisschen hoch. Also da seht ihr dann mal dieses kleine Tal. Und jetzt müssen wir hier bei den Bäumen rein und da hinten haben wir eine Höhle. Seht ihr das? Die sieht man von oben relativ schlecht. Also die ist auch nicht weit weg. Und wenn wir da dann hinten reinlaufen, haben wir die Statue. Die quatschen wir an. Und dann müsste er ein Ding rausrücken. Ah, genau. Da haben wir jetzt an der Seite den Schatz. Und den können wir quasi öffnen. Da haben wir jetzt... Ah, da haben wir jetzt quasi hier eine Faustwaffe bekommen. Die sieht auch ganz cool aus, tatsächlich. Die können wir lernen. Und zusätzlich gab es jetzt noch was. Und zwar haben wir jetzt das Achievement fertig, ne? Und da gab es dann eine Spielzeugbelohnung, Geweih des Waldlords. Und das haben wir anscheinend auch schon direkt jetzt als Spielzeug drin, oder? Jetzt schauen wir mal. Geweih, ne? Waldlords? Ne, das weiß ich jetzt auch nicht. Wo ist das Ding gelandet? Müsste mal, also zeigt mir an, dass ich es gelernt habe. Ich finde es jetzt aber nicht in der Übersicht. Naja, auf jeden Fall. Achievement haben wir fertig. Spielzeug sollten wir auch kriegen. Vielleicht kriege ich es jetzt auch per Post. Und ja, dann sind wir damit dem kleinen Achievement Guide durch. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich euch weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.